Hertha gegen Bayern. Hey Leute und willkommen. Hallo. wer nimmt denn überhaupt? Wer macht denn hier Jan. Und so? Oh, ach das noch. Jetzt können wir auf den warten. Ich hätte sonst echt die Antwort gemacht. Kenn ich gar nicht. Komm, wir machen die einfach mal zusammen, Mike. Moin, moin, Leute. Dann kannst du endlich mal starten. Bereitstellen für... ja, seid ihr bereit? Ja. Okay, 3, 2, 1. Hey, Hallo Leute, und wer... Halt die Fresse. Sorry. Einmal, wenn wir nicht vernünftig arbeiten, weißt du? Ja, sorry, sorry. Okay, also. Jetzt mich du, an. Ist doch wer in der Aufnahme? Ja, das kenne ich ja, ne? Okay, also, 3, 2, 1. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FM 2019. Mein Name ist Jan und mit dabei ist der Mike und der Micha. Hi! Moin moin! Halt, halt, halt! Erstmal ein bisschen Eigenwerbung, denn ihr könnt auch auf meinem Kanal jetzt Mitglied werden. Ein Video, wo ich alles dazu erklärt habe, wie viel das kostet, was es für Vorteile für euch bzw. auch Vorteile für mich mit sich bringt, das gibt's rechts oben beim i. Ich würde mich freuen, wenn ich genau dich bald als Mitglied auf meinem Kanal begrüßen kann. Dazu klickst du einfach unter dem Video neben dem Abonnieren-Button oder auf meinem Kanal neben dem Abonnieren-Button auf den Button Mitglied werden oder auch in der Videobeschreibung der zweite Link. Dort kannst du die Mitgliedschaft dann abschließen und ich würde mich darüber natürlich mega freuen. Merkt man eigentlich, dass ich ein Praktikum bei der Bank habe? Ich weiß nicht. Jetzt soll es aber auch schon weitergehen mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Heute haben wir wieder richtig spannende Spiele auf dem Plan. Micha startet gegen Stuttgart. Stuggi Town! Das sieht auch richtig spannend aus. Ich darf heute gegen Bayern München mein erstes Spiel spielen. Und ja. Leute, Wolfsburg zwischen uns gibt es jetzt schon, ab sofort übrigens Krieg. ja, doch, wir haben uns gegenseitig. Ich bin voll. Ja. Ich unterstütze Werder Bremen und Mainz total, aber mich und ich Mike unterstütze sind dich gar Meinung, nicht. dass sie das Ding nicht zurückgeben wollen. Ja, also die nächsten Spiele werden für mich schwer. Mainz, ja, neuer Trainer mit Mike, gegen die muss ich demnächst. Und Gladbach hat ihr erstes Spiel auch mit neuem Trainer, jetzt ohne Mike, gewonnen gegen Wolfsburg, was die ziemlich gehen gut richtig für mich steil ist. Jetzt. Das heißt, ja, ich muss nur eine gute Tordifferenz gegen Bayern München rausspielen und dann bin ich vor Wolfsburg. Also eigentlich klar. Locker. Jo, ich hol mir mal was zu essen. Ja, wieso soll ich denn gewinnen? Sicherheit hast du bei Mainz. Ja, momentan habe ich noch 50%. Ich bin ja erst Newcomer. Ich habe ein Spiel gemacht, ja. Und Mainz hat von den letzten 5 Spielen keins gewinnen können. Und ich habe dann wenigstens ein Unentschieden rausgeholt. Dann haben sie sich gedacht, wow, gegen Wolfsburg vor allem, die waren Fünfter. Und jetzt spiele ich gegen Platz 4. Kein Problem für mich. Wolfsburg, wer ist das? Kannst du weitermachen? Hallo? Ja, ich hab schon. Auf geht's, Leute. So, mein Spiel gegen Schalke 04. Platz 4 in der Tabelle. Das wird absolut verrückt. Wir haben in der nächsten Zeit sehr viele schwierige Spiele. Wenn wir da nicht komplett untergehen, bin ich zufrieden. Mal gucken. Ich habe gar nicht so große Erwartungen. Habe ich eigentlich noch nie gehabt. What the fuck war das für ein Bombenschuss? Schauen wir einfach mal. Let's go. Also mit Gladbach habe ich gegen Schalke 5-0 verloren. Mal gucken, wie das jetzt wird. komm. Baku. Gelbe Karte. Und jetzt. Oh. Jo, Hannover führt 2-0 jetzt mittlerweile gegen Frankfurt. Sind wir gerade eigentlich die bessere Mannschaft? Ich würde schon sagen, also gefühlt 80% der Highlights sind auf Seiten von Mainz. Sieht können so wir bitte aus, mal ein Tor machen? Safe schießen wir uns trotzdem 3-0 ab. Das wäre richtig unverdient. Also Leverkusen. Komm, mach doch mal ein Tor, es wäre verdient! Ja! Endlich, Sauber. Es ist aber auch wirklich verdient jetzt mal. Boah, wir führen schon mal. Was ist da los? Boah, Mainz ich kann Schalke nächsten Spieltag überholen, wenn du gegen die gewinnst jetzt. Du musst am besten hoch gewinnen, Mann. Boah. Damit ist Mainz an Bremen vorbeigezogen. Ich wollte es gerade sagen, wie sexuell anziehend ist das jetzt? Ich gönne es dir so richtig. Wir sind punktgleich, ja, das als ist Micha cool. Würde ich ja richtig so gegen... Also würde ich ja Mainz jetzt nicht so geil finden. Ich war noch nie gegen euch. Danke, ich ja, liebe stand. Dich, Micha. Guck mal, Leute, 8-2... Ich war auch immer für Hey! Guck mal, Leute, 8-2 Schüsse, 3-1 aufs Tor.
Und 58-42% Ballbesitz. Also wenn wir hier mal das 1-0 nicht verdient haben, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Jetzt gibt Schalke Gas. Das ist gar nicht gut. Oh Gott! Was war das? Nochmal Schwein gehabt. Parade von René Arnold. Ja. Ganz, ganz stark. Oh, Dortmund führt. Na. Oh! Was eine Glanzparade! Was für ein Keeper! Das war eine Glanzparade, das war wirklich. Scheiße. Komm bitte! Ja. Bitte! Ja! Abseits! Oh, der Freistoß war aber saugut. Hä, der war doch drin. Schiri! Korrupt! Wir müssen Ruhe reinbringen. Ihr seid nervös. Ich kann die auch gerade nicht mehr beflügeln. Also nur 2-3 Leute und nicht alle. Das ist richtig stressig. Ich meine, ich gehe nicht 5-0 unter und das war das Einzige, was ich wollte. Dass ich besser spiele wie mit Gladbach. Solange wir 3 Punkte holen, wäre es natürlich mega. Und solange wir noch mehr ausbauen, wäre es natürlich, ja, super mega. Aber Adler hat auch schon Dinger rausgebracht. Ja, der, also tatsächlich, also da kann ich mich glücklich schätzen, dass ich so einen Torwart habe. Der war auf jeden Fall besser als Jan Sommer bei Galadebach. Oh nein, jetzt. Oh, was ein Tier, Junge. Komm, bitte jetzt ist 2-0. Bitte jetzt ist 2-0. Dann ist alles safe. Özcan Ali. Ja, ich bin. Ja, Özcan Ali geht voll rein, da kennt er gar nichts. Was komm war das schon, denn? Du musst eine bessere Tordifferenz haben. Und jetzt ins eigene Tor. Nein, bessere Tordifferenz, jetzt ins eigene Tor. Ja, Adler. Ah, ja, dann kennt Adler nichts. Ne. Und jetzt wirft er zu dem. Özcan Ali. Oh, das ist jetzt ein Tor, das habe ich gesehen. Das. Ja! Oh! Ja. Ja! Ja! Jawohl! Das ist super! Ganz, ganz stark. Wenn es nicht drauf ankommt, dann machen sie es. Komm, der sitzt. Ecke. Ja, solange wir drücken, ist ja gut. Ja. Drücken, schmücken, sag ich da immer. Wo ist denn eigentlich der Alaba? Oh. Quaison? Ja, Ecke, das ist gut. Qui-Gon Jinn von Star Wars. Alles Zeit bei Mainz jetzt. Klar. Jetzt aber nein. Keinen Konter kriegen. Oh, nein. Konter, meine Güte. Nein. Und in der Mitte ist noch jemand. Harit. Ja. Was ein Opfer. Ja. Was ein Opfer. Teil 2. Jetzt Martin. Das ist ein Tor. Özcan Ali. Und da ist er drin. Die Entscheidung gegen Schalke. Ihr glaubt mir gar nicht, wie glücklich ich darüber bin und was für ein Grinsen ich gerade in meinem Mull hab. 5-0 mit Gladbach verloren. Sich noch für die Champions League qualifiziert. Ja, klar. 5-0 mit Gladbach. Also die überholen mich auf jeden Fall noch. Verloren gegen Schalke. Und mit Mainz schlagen wir zurück. 2-0. Noch. Ja, vielleicht 3-0 gleich. Also Gegentor kassieren wir auf jeden Fall nicht mehr. Die Nachspielzeit ist ja fast schon rum. Ah, das muss eigentlich ein Tor sein. Mhm. Das ist schlecht. Ach, macht Dortmund denn da? Holen sich auch noch eine gute Differenz. Komm. Ey. Ja. Der ist drin. Ja, ist egal. Spiel zurück. Das ist super. Tore noch. Ja. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Unentschieden, ja. Aber das hätte ich nicht gerechnet. Du weißt ja, also Daumen drücken von mir aus Berlin ist immer gut. Ja, danke schön, freut mich. Aber auf jeden Fall 16-10 Schüsse, 62-38 Ballbesitz. Das war auch nicht unverdient, wir haben echt gut gespielt. So, liebe Leidl, wir spielen im Rhein-Main-Derby offensichtlich gegen Frankfurt. 18:30 Pokal, wird interessant. Frankfurt ist natürlich ein besserer Gegner, würde ich sagen. Also die sind stärker als wir. Allerdings haben wir auch gerade gegen Schalke bewiesen, dass es möglich ist. Ja, keine Ahnung. Ich möchte einmal anmerken, dass ich Mainz 05 Fan bin. Echt? Ja, also vor allem, also ich will generell Mike unterstützen. Deswegen drücke ich dem total die Daumen. Dankeschön. Ja, ich drücke dir natürlich auch die Daumen. Um 20.45 Uhr startet das nächste Derby, sehe ich. Freiburg gegen Hoffenheim. Und du? Ein Schwarzwald Derby. Der Micha, der spielt auch noch im Pokal, der ist auch noch mit drin. Ja. Ich bin ja nur durch Zufall drin jetzt, das haben wir gar nicht gepeilt. Aber Micha ist auch noch drin und der ist ja regulär noch drin, der hat die anderen Spiele alle gewonnen. Bei ihm wird es noch schwieriger gegen Leverkusen, aber das sieht er dann auch gleich auf seinem Kanal. Also da unbedingt vorbeischauen, denn ich Micha-Fan bin.
Deswegen alle Daumen. Es sind drei Spiele auf meinem Kanal jetzt heute und auch in Michas Folge. Also, ja. Super. So, die Ansprache ist, ich erwarte nichts anderes als einen Sieg. Dann würde ich sagen, starten wir rein. Ich zwar nicht, aber ich habe auch nichts dagegen. Mike wird noch Pokalsieger. Oh, der muss doch sitzen. Ganz stark gespielt, dass der den so aufs Tor bringt. Das war ja wirklich gefühlt 200 km/h schnell der Ball. Und Trapp kriegt den trotzdem noch. Über die Bande und dann ja. Currywurst. Oh. Siehst du hinten schon wieder zwei Wagen? Ja, jetzt sehe ich es da hinten. Ja. Ja, ist auch nicht schlecht. Beim Torjubel schnell nochmal eine Curry mitnehmen. Ja, das war natürlich jetzt schade. Also, eine hohe Flanke kann man besser verteidigen, vor allem auch Adler, steht sogar im richtigen Eck, geht trotzdem rein. Ja, ja, kennt sich aus mit hohen Flanken, ne? Ja, aber er steht ja im richtigen Eck, was man von mir nicht behaupten kann. Komm, mach ihn! Oh, was? Ja, wahrscheinlich gibt es da gar keine Currywurst in Mainz, sondern Pommes rot-weiß. Nein. Elfmeter. Nein. Ja. Nee, der war außerhalb. Nein. Innerhalb, der war innerhalb. Deutlich innerhalb. Nein, leider der war innerhalb. Nicht, der war nicht innerhalb. Der war innerhalb. Das ist eine absolute leider Lüge. Leider innerhalb. Innerhalb. Was ist das für eine Scheiße? Leider innerhalb, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ja, nee. Siehst du? Sauber. Habe ich gewusst. Ja, das habe ich auch gesehen. Ich habe es doch gesagt, dass er... Also, ja, habe ich auch gesagt. Der Spiegel hat Tempo drauf. Ja, Sicherheit die ganze Zeit. Ich war die ganze Zeit für dich. Oh, ich schneide safe rein. Wahrscheinlich kriege ich jetzt Hallo. Rot. Der Schiri, was macht der? Ja, ich habe Angst, dass ich rot kriege. Eine Standpauke. Er hat gar nichts gemacht. Einer läuft weg. Einfach. Ja, danke schön dafür, dass du jetzt eine halbe Stunde gebraucht hast, um mir gar nichts zu sagen. Vor allem der Freistoß war auch richtig schlecht. Das hat sie richtig gebracht. Aber. Ja, doch, also ich bin natürlich für Mainz und der Federschuss ist sehr spannend. Was? Er freut sich wahrscheinlich. Was ist denn mit Micha los? Das gibt's ja wohl nicht. Ich war noch ein halber rein. Also, ja! Und dann entschuldigt er sich so. Ja, oh, sorry. Das ist richtig geil. Oh. Kein das Problem. Das merke ich mir, ja, ja, ja. Ich habe fest geglaubt, dass es deine Chance gewesen wäre, Mike. Das sagen sie alle. Ach, verdammt, ich habe... Ja, ja, oh! Oh. Nein, ja. Wieder Kostic, Doppelpack. Ich glaube daran, dass du das Spiel noch drehst. Klar. Glaube ich auch dran. Siehst du, jetzt geht's. Jetzt geht's Taktik. Krass. Siehst du, jetzt die Flanke auf Mateta. Oh, oh gut, dass ich ihn ausgewechselt habe. Anschluss. Kannst du ja noch rückgängig machen. Zu spät. Hä, was? Das ist so nicht. Das kann man noch rückgängig machen. Ich weiß, will ich aber nicht. Wer hat jetzt auf Pause gedrückt? Ja, locker. In der Verlängerung darfst du nochmal wechseln. Also das ja, ja, wir gehen in die Verlängerung. Pass ja, auf, jetzt! Sag ich ja. Oh! Oh! Scheiße, ihr Idioten! Macht doch mal ein Tor, oder? Ah, Frankfurt hat erst einmal gewechselt. Er hätte auch weiter gehen können. Warum ist er nicht vorgerannt? Was ist das für einer? Weil er gegen den Pfosten schießen wollte. Ja, oh, nee. Das war stark. Jetzt? Jetzt! Weißt du, 11 Meter! Ist halt echt rot. Ist halt echt rot eigentlich, oder? Irgendwo im Mittelfeld. 11 Meter. Videobeweis, 11 Meter. Also ja, jetzt! Schon ja, geht in die Mitte! Ach, du Arschloch! Das ist Grätsche rot, und so. Ey, ohne Spaß. Der unverdient. Hand. Ja, eben. Jetzt ist es ein Dritt-Tor. Ist es ein Dritt. Jetzt ist es ein Dritt. Tritt das in deinen Arsch. Das muss ein Tor werden. Oh, bitte, bitte. Ja, bitte, ich will auch sehen. Bitte. Au! Oh, das ist rot. Du blöder Wichser, du. Ja, Elfmeter muss los. Eigentlich... Ja, letzte Chance jetzt. Jetzt? Ja! Komm schon. Der ist denn... Aber ey, wir sind... Vielleicht kann man sagen, ich habe euch zu gewinnen, ey. Ach, Mann. Wir haben uns nicht mal eine Runde gehalten. Aber wir hatten. Wir hatten schlussendlich nach ungefähr insgesamt mit dem Gegner natürlich 13 gelben Karten. Richtig geil. Hatten wir 14 zu 13 Schüsse.
8:5 auf Sohr. Also eigentlich waren wir gar nicht schlecht und hätten auch das 2-2 verdient, ob es dann in der Verlängerung besser ausgegangen wäre. Aber es wäre echt mal interessant, ein Elfmeterschießen zu sehen. Ja, was kann ja vielleicht noch kommen? Wie gesagt, 8:5 Schüsse aufs Tor. 3 mehr als Frankfurt und ein Tor weniger. Das ist schon ein bisschen schwach. Also. Ich gewinne. So, Leute. Letztes Spiel in der heutigen Folge. Drittes Spiel und das wird lustig. Also, es wird lustig, es wird peinlich zugleich. Ich habe keine Ahnung, was hier genau passieren wird. Wir spielen gegen unseren Ex-Club, gegen Gladbach. Ich bin vor ungefähr 3-4 Spieltagen von denen gefeuert worden. Nach dem Spiel gegen Jan, danke dafür nochmal. und ja, ich bin gespannt, wie wir uns jetzt mit Mainz gegen die schlagen. Die sind gar nicht so schlecht drauf, haben das vorletzte Spiel gewonnen, letztes Spiel gegen Bayern, dann 3-3 gespielt. Aber die haben auch schon ein Spiel mehr als du, ne? Man kann auch ein bisschen Angst vor denen haben. Nee. Guck mal, du musst eher nach vorne gucken, weil... Das wäre super. Du kannst, wenn du gewinnst, kannst du bis auf Platz 11 hochkommen. Und das sogar mit einem Spiel weniger. Das wäre schon sexuell anziehend, ja. Weil dann kann ich sagen, hey, hey, wenn ich noch ein Spiel gewinne, was, hier, das ist das Spiel, was wir gemacht haben. Du bist ja quasi schon in Champions League Reichweite. Ja, ja. Ganz klar. Nein, ich aber auf jeden Fall. Ich bin Fan für Mike und drücke alle Daumen. Dankeschön. Auf jeden Fall. Keine Ahnung, ich bin gespannt, wie sie sich gegen mich schlagen. Wahrscheinlich ziemlich gut. Noch Welke trifft. Ich hoffe einfach mal, dass ich hier nicht untergehe. Wie in jedem Spiel. Ja, Selke, stimmt. Hups, der spielt ja für 0 Euro. Ach man, dafür kann ich aber nichts. Das konnte ich ja nicht. Ja, das war extra. Ja, du hast mich sogar aus meinem Trainerjob quasi geschmissen. Das ist alles deine Schuld einfach. Komm, Mainz, wir geben es denen richtig hart. Ich bin übrigens wieder daheim. Also Currywurst ist am Start. Ich sag immer noch Pommes rot-weiß. Ja, geht auch. Öztunali. Ja! 5. Minute. Sag ich ja, das wird so leicht. Ja. Ja, das, die können auch noch Tore schießen, ist der bewusst. Nein, kannst du ja verteilen. Aber 5. Minute. 1-0. Öztunali. Schreien schon da drüben. Currywurst ist fertig. Einmal abholen und einmal... Oh, ja! Abi muss abholen. Da, er läuft genau richtig hin. Ja, 11. Minute, 2-0. Siehst du, es lag einfach in Gladbach. Ich würde sagen, ich denke, es wird zweistellig. Klar. Also ich habe ja 7-0 getippt, aber... Kannst du die Wiederholung bitte wegdrücken? Ich habe die schon längst weggedrückt. Ich will nämlich das nächste Tor sehen. Ja, es gibt nicht so viele Highlights. Komm, mach ihn! Oh. Aber siehst du, Mainz ist besser als Gladbach. Hättest du mich verkauft. Ja, hätte ich ja machen wollen, aber du wolltest ihn ja nicht. Ich habe den sogar tatsächlich angeboten. Oh! Ja, er wird überprüft. Abseits. Ja, das war locker abseits. Ja, er wird überprüft, aberkannt. Muss ich ja sagen, aber innerhalb von 13 Toren, also dann hätten wir das ja dreistellig gemacht, ne, also... Ja, auch nicht. Dreistellig! Genau! Einfach 100 Tore! Mindestens! Ja, das ist Fußball, kein Basketball. Ja. Irgendwie bist du in einem falschen Sport gelandet. Ah, jetzt Junge, bin ich auch noch einen Spieler verletzt. Du müsstest einfach mindestens jede Minute ein Tor machen. Sogar mehr halt, ne? Komm, 3-0 bitte mal. Wird jetzt langsam mal Zeit. 12. Minute, 2-0 und jetzt nix. Jetzt? Ja, sag ich doch. Hab ich gesehen. 3-0, ihr kriegt's. Ups, ich hab den Cheat gerade an, sorry. Ihr kriegt's von mir, Alter, das finde ich gut. Kunde jetzt. So, jetzt auf Mateta. Kunde ist ein richtiger Jawohl. Kunde. Jawoll. Baku. Der Baku mit seinem ja dritten Sensator. 4-0 ausgeht. Ja. Wo waren die anderen 3 Tore? Hä, ja, aber das ist mega stark. Damit hätte ich 0 gerechnet. Ich habe damit gerechnet. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt. Ich meine, die gelben Karten waren jetzt nicht so smart. Eins fehlt noch. Aber
4-0 ist schon richtig gut. Es kommt noch eins. Meinst du? Es kommt noch eins. Baku! Oh, das war kein guter Schuss. Doch, eigentlich schon. Wer hätte damit gerechnet? Also ich zumindest nicht. Ja, Ja, hier, da hat man wieder ein Remis vorhergesagt. 16-7 Schüsse, 11 Schüsse aufs Tor. Gladbach nur einen einzigen. Unser alter Club hat von uns kassiert und zwar ordentlich Fouls. Das und riecht nach 4 Tore. Für Gladbach. Gladbach sieht immer noch nicht gut aus. Die werden mich jetzt noch mehr mögen. Aber Mainz mag mich, weil das war super gespielt, meiner Meinung nach. Der heutige Aufnahmetag lief für mich gar nicht schlecht. 2 Siege aus 3 Spielen und DFB-Pokal, okay. Da habe ich jetzt. Ich hab aber tatsächlich auch wirklich nicht damit gerechnet, dass wir weiterkommen. Auch wenn Frankfurt wahrscheinlich noch machbarer gewesen wäre als Leverkusen. Aber Mainz fegt Gladbach vom Platz. Das ist krass. Der Duplus in der Opel Arena entdeckt. Ein prominenter Zuschauer. Oh, Michael Fox war auch da. Wie wir es jetzt immer alle drücken. Okay, ich verabschiede mich jetzt schon mal von der Folge. Ich schaue bei den anderen noch vorbei. Ja, hau da rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Jetzt macht auch noch hier eine eigene Abmoderation. Ja, sag doch mal ciao. Tschüss.